zusammen. How do you do? Mir geht's gut. Es ist alles schön. Das Wetter ist toll und ich drehe ein Video. Und ich glaube, das ist schon mal etwas ganz Tolles und ein toller Anfang. Ich wollte heute mal ein kleines Abnehm-Update drehen. Wurde auch von einer Zuschauerin gewünscht. Und dieses Update wird relativ kurz ablaufen, denn das Update ist, ich habe zugenommen. Leute, ich habe zugenommen. Ich habe zwar wirklich vorgehabt, abzunehmen. Und das müsste ich auch wirklich, 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 wirklich sehr dringend. Aber da war dann so viel Eis und dann war da so viel leckeres Zeug. Und ich konnte einfach nicht. Diese schwachen Nerven, die ich einfach habe, treiben mich dann zu dem Ungesunden. Was ich jetzt nicht gut heiße, denn ich bin wahnsinnig enttäuscht. Und ich merke auch, dass ich wieder auseinandergehe wie ein Hefekuchen. Aber da passiert im Moment nichts. Also ich habe einfach diesen Willen nicht und das ist sehr deprimierend. Diese Insulinresistenz, die ich habe, die ist echt sowas von ein Hindernis, ja. Ich nehme so schnell zu, das ist der Wahnsinn. Und das ist auch das Problem, weil ich kann mich eigentlich auch gar nicht richtig ernähren oder normal, wie vielleicht du jetzt, der keine Krankheit hat, der einfach dann abends mal Kartoffeln isst oder der ein Brot isst, was für ihn normal ist, weil all das an Kohlenhydraten, was ich aufnehme, das nehme ich auch direkt zu. Und ich habe nur mal so Phasen, da esse ich wahnsinnig gerne Kohlenhydrate, da habe ich das Gefühl, ich brauche das, da habe ich das Gefühl, mein Körper braucht das und wenn ich das dann nicht kriege, dann werde ich ganz hippelig. Und das ist auch sicher eine Kopfsache, die ich im Moment nicht beherrsche, weil ich viel Stress habe und ich rede mir zumindest ein, dass ich Stress habe. Und nicht Stress jetzt im negativen Sinn, aber ich habe viel zu tun und ich mache mir über vieles Gedanken und dann ist das immer so ein bisschen ein Problem, weil dieses wirklich konzentrierte Essen, was ich eigentlich haben muss und was ich machen muss, ist schwer. Und da beneide ich alle Leute, die wirklich gesund sind und die eigentlich essen können, was sie möchten. Ja, ich meine, gut, wir nehmen sicher alle gern mal zu, ein paar Pfund, aber bei mir ist es schon extrem. Also ich finde es echt extrem bei mir. Und es erschwert alles. Also das Update ist im Moment eher Stillstand bzw. ein Kilo mehr drauf als abgenommen. Mich interessiert es natürlich, ob es da draußen jemanden von euch gibt, der jetzt irgendwie angefangen hat abzunehmen. Ich meine, das Wetter ist natürlich toll, der Sommer ist da. Ich habe jetzt auch bald Urlaub. Ich wollte eigentlich mal mit meinem Mann einen Tag an See, aber irgendwie bin ich recht unmotiviert, weil ich mich wieder nicht gut finde, weil ich finde, der Bauch ist zu dick, ja, dieser typische Fettbauch bei dieser Insulinresistenz und das ist ätzend, weil das Wetter schreit förmlich danach, komm zu mir raus, komm, es ist warm. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, ist das dann so, nee, ich will nicht, lass mal, weil du ziehst dich dann auch irgendwie immer so an, in der Hoffnung, dass man nicht unbedingt die Fettpolster sieht und da schwitzt man dann. Man kann sich einfach auch nicht so anziehen, wie man möchte. Also es ist nicht unbedingt so dufte. Mein Ziel ist es natürlich schon, dass es jetzt vielleicht wieder irgendwann Klick macht und ich wirklich merke, ich muss und da bleibt nichts und geht nichts dran vorbei. Aber es ist im Moment einfach dieses Genießer-Dasein hier. Ja? Ich esse wahnsinnig gerne Obst im Moment. Und es tut mir auch gut, mal Obst zu essen, ja, weil ja auch in dieser Ernährungsform Fruchtzucker nicht gern gesehen ist. Und ich liebe Erdbeeren einfach, weil die gibt es bald nicht mehr. Dann kann ich ja wieder weniger Obst essen zum Herbst, Winter hin. Aber dieses Obst einfach, ich versuche schon Himbeeren und Blaubeeren zu essen. Die haben relativ wenig Fruchtzucker, das ist für meine Krankheit gar nicht mal so schlecht. Das heißt auch für euch da draußen, wenn ihr Obst esst, holt euch Himbeeren oder holt euch Blaubeeren. Die haben weniger Fruchtzucker, dadurch steigt euer Insulinspiegel langsamer nach oben. Das ist immer nicht schlecht, dann kriegt ihr nicht so schnell Heißhunger. Und da mache ich mir halt auch im Moment gern so Smoothies mit einem bisschen Fruchtsaft drin oder ein bisschen Joghurt als Eisersatz. Ja, also jetzt die Tage, wo es so richtig heiß war, da habe ich mir einen Naturjoghurt genommen, habe mir TK-Himbeeren genommen, habe das gemixt und dann wurde das so richtiges Eis und das war super cool. Ich habe da nur einen Ticken Süßstoff noch flüssigen rein und dann hatte ich Eis. Ist dann natürlich im Vergleich zu dem Eis, was ihr vom Eismann kennt, gesünder und hat nicht so viel Zucker drin wie jetzt das leckere, super geile
Cookies-Eis vom Eismann, was ich wirklich sehr, sehr gerne esse. Aber gut. Auf jeden Fall hat sich bei mir in der Hinsicht nicht viel getan. Ich stehe dazu, ich bin auch nur Mensch, wir sind alle keine Maschinen. Und man darf auch mal natürlich einen Rückschlag haben, wie ich ihn auch habe. Das macht uns Menschen halt nun mal aus. Und jetzt interessiert es mich natürlich, wie läuft es bei euch? Habt ihr abgenommen, habt ihr zugenommen, habt ihr Stillstand? Wie fühlt ihr euch im Moment in eurer Haut? Seid ihr glücklich oder sagt ihr, boah, jetzt ist der Sommer da und ich traue mich auch nicht so recht. Man hat ja dann doch immer Angst, man wird von der Seite schief angeguckt. Ich glaube, das hat doch jeder, oder? Das ist, sind nun mal wir, das sind wir Frauen und da sollte man dann auch offen ehrlich dazu stehen. Also ich bewundere Frauen, die dann wirklich selbstbewusst draußen rumlaufen, die es vielleicht nicht unbedingt können oder die dies können, die beneide ich oft, weil ich mir oft denke, Sandra, du versteckst dich immer so und guckst, dass man hier dies und das nicht sieht. Dabei laufen andere Menschen manchmal noch schlimmer rum wie du. Aber man ist ja dann immer ein bisschen ängstlich. In diesem Sinne, das zu meinem ganz kurzen Abnehmen-Update. Vielleicht hätte ich es eher Zunehmen-Update nennen sollen, wie auch immer. Das war's. Interessiert euch noch irgendwas zu dieser Ernährungsumstellung, die ich mache oder gemacht habe? Weil wie man zunimmt, brauche ich euch, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, das wissen wir alle, ne? Und ja, so ist es. Also ich kann euch nur sagen, wenn ihr Sport macht, Sport ist nie schlecht. Ich müsste auch mal wieder. Ich habe nur keine Lust. Ist mir zu warm. Einfach. Das war's und falls ich bei mir irgendwas tun sollte und ich sollte mal abnehmen, werde ich mich natürlich wieder melden. Könnte ein bisschen dauern, aber wie auch immer. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin dran bleibt, mich abonniert und natürlich den Daumen grün nach oben, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen Tag toll und ich sage Tschüss, Adieu, auf Wiedersehen, ciao.